Ja, guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt geht es gleich richtig los. Wir hatten gestern Abend ja schon ein Housewarming sozusagen. Die Ministerin und die Minister, die da waren, die haben wir gestern Abend getroffen zu einem informellen Austausch. Jetzt beginnt die G7 Klima- und Umweltministerinnenkonferenz. Nicht, also neu noch für das Format ist, dass wir uns entschieden haben, beides zusammenzumachen, Umwelt- und Klimaschutz, auch als Zeichen, dass neben den aktuellen Herausforderungen der Tage, vor allem die Energie- und die Versorgungssituation mit Bezug auf die Ukraine-Krise, auf den russischen Angriff in der Ukraine, dass die beiden großen strukturellen Krisen unserer Zeit, nämlich die globale Erderwärmung und die diversen ökologischen Krisen, vor allem der Verlust von Biodiversität, zusammenzusehen sind und nicht gegeneinander ausgespielt werden können, sondern auch gemeinsam gelöst werden müssen. So arbeiten wir zusammen seit Beginn der Regierung. Das ist das gemeinsame Verständnis in der Regierung und das ist auch der Geist in dieser Konferenz, dass wir bei beiden Herausforderungen schneller werden müssen, ist offensichtlich. Die globale Erderwärmung nimmt in einem dramatischen Ausmaß zu. Die Diskussion, die wir manchmal in Deutschland erleben, dass wir jetzt kurzfristig auch uns über die fossile Energiesicherheit Gedanken machen müssen und das Gegenschneiden gegen den Ausstieg aus den fossilen Energien ist falsch. Das, was wir machen als Bundesregierung, das, was diese Konferenz prägen wird, ist, dass die Notlage, die wir teilweise haben, bei der Versorgungssicherheit der fossilen Energien, auch die hohe Inflation, die durch den Energiehunger nach fossilen Energien getrieben wird, der erste Schritt ist, um schnell aus den fossilen Energien insgesamt auszusteigen. Das heißt, das, was wir im Moment erleben, ist eine Beschleunigung der ökologischen Transformation. Und in den Gesprächen, die jetzt anstehen, die nächsten 36 Stunden, also bis morgen Mittag, wird intensiv darüber gesprochen werden, wie die G7 als ja immer noch sehr starke Industrienationen ihren Beitrag, vielleicht auch eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen können, um den Ausstieg aus der Kohle im Stromsystem und die Dekarbonisierung des Verkehrssystems vor allem voranbringen zu können. Wenn es gelingt, dies im Kreis der G7 zu ein- und zu vereinbaren und aufbauend auf Paris und Glasgow den nächsten Schritt zu gehen, dann wird dieser Ball sicherlich dann bei der Konferenz in Elmau, der Konferenz der Staatenführer, wenn ich so reden darf, aufgenommen werden und von da aus dann in die G20-Präsidentschaft übersetzt werden. Deswegen ist es ein gutes Zeichen und ein ermutigendes Zeichen, dass auch die G20-Präsidentschaft vertreten durch Indonesien heute hier ist, sodass der Ball von dieser Tagung aus weiterfliegt in das Feld der G20. Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir treffen heute, Robert Habeck und ich empfangen hier heute unsere Kollegen und Kolleginnen von den G7-Staaten. Und Robert Habeck hat es angesprochen, wir treffen uns gemeinsam als Umwelt-, Klima- und Energieminister. Das heißt, das wichtigste Zeichen, das von diesem G7-Ministertreffen hier heute ausgehen soll, ist, dass wir die globalen Krisen gemeinsam lösen. Das meint zum einen gemeinsam die Energie-, die Klima-, die Umweltminister, Ministerinnen, aber gemeinsam eben auch die drei großen ökologischen Krisen unserer Zeit gemeinsam lösen. Die Klimakrise, die Krise des Artenaussterbens und die Verschmutzungskrise, weil wir weder genug Ressourcen noch genug Zeit haben, um diese Krisen irgendwie gegeneinander auszuspielen oder sie nacheinander zu lösen, sondern wir müssen sie gemeinsam lösen. Wir müssen Synergieeffekte nutzen bei den Finanzen, in der Zeitschiene und auch bei den Ressourcen, um diese Probleme zu managen. Deshalb wünsche ich mir, dass von diesem Treffen für vier Bereiche tatsächlich starke Zeichen gesendet werden, ein starkes Abschlusskommuniqué in den vier Bereichen stattfindet. Zum einen für die Klima- und die Energiekrise, die wir gegenwärtig gemeinsam angehen, gemeinsam lösen. Zweitens aber auch für die Frage der Biodiversität. Drittens für die Frage des Meeresschutzes. Ich wünsche mir starke und verbindliche Standards für den Tiefseebergbau, für ein Schutzabkommen für die Antarktis und auch für die Verschmutzungskrise und damit ein starkes Zeichen für die Kreislaufwirtschaft. Das heißt, Ressourcen effizienter zu nutzen, Ressourcen länger in den Stoffkreisläufen zu belassen und damit auch Energie und Ressourcen zu sparen. Und ich wünsche mir, dass
die Konferenz der Minister hier auch ein starkes Zeichen dafür sendet, dass die Naturschutz, die Weltnaturschutzkonferenz in diesem Herbst stattfindet. Sie muss in diesem Jahr stattfinden und die G7-Ministerinnen werden aus meiner Sicht in dieser Frage gemeinsam ein geschlossenes Signal senden und den klaren Wunsch äußern, dass die CBD-COP, also die Weltnaturschutzkonferenz, in diesem Jahr noch stattfindet. Das heißt, gemeinsam die globalen Krisen angehen, gemeinsam als G7 Umwelt-, Energie- und Klimaminister, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu retten. Das ist der Handlungsauftrag für dieses G7-Ministertreffen, dafür ein starkes Abschlusskommuniqué zu verabschieden und starke Signale zu senden. Vielen Dank. Die können gerne fragen. Es ist ein Ölembargo, ob es noch möglich ist. Ach so. Natürlich ist es möglich. Die Probleme sind ja offensichtlich. Die Staaten haben unterschiedliche Versorgungssituationen. Das ist hinzunehmen. Ich habe auch für Deutschland immer wieder darauf hingewiesen, dass wir erst die Vorbereitungen treffen müssen, bevor wir dann Entscheidungen treffen. Insofern ist das ist die Sorge bzw. die Abhängigkeit, die größere Abhängigkeit der einiger osteuropäischer Staaten gegenüber westeuropäischen Staaten eine relevante Herausforderung, auch eine reale Herausforderung. Das gesagt, ist es aber natürlich auch wichtig, dass Europa geschlossen bleibt und zusammenbleibt. Deswegen müssen alle Staaten ihre Anstrengungen unternehmen und die Ölabhängigkeit zu reduzieren. Das gilt auch für Ungarn. Wenn man das als Geschäftsgrundlage nimmt, dann sollte eine Einigung möglich sein. Wenn man andere Themenbereiche mit reinbezieht in die Ölembargo-Frage, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer. Ich weiß, dass intensiv gesprochen wird in diesen Tagen und dann haben wir in 5 Tagen, glaube ich, den nächsten Europäischen Rat. Ich nehme an, das ist der Korridor, wo entweder eine Einigung zu erzielen ist oder man sich andere Instrumente überlegen muss. Nein, die Energiepartnerschaften sind ein Instrument, das etabliert ist in der Bundesregierung, das, wie der Name sagt, Energiepartnerschaft nicht auf einzelne Energieträger abhebt. Natürlich schließt es auch in einer Zeit wie dieser die Kooperation bei fossilen Energien mit ein. Es sind quasi Rahmenpartnerschaften, unter deren Dach dann einzelne Unternehmen oder Firmen Business machen können. Aber vor allem sind sie darauf gerichtet, die erneuerte Energiewelt umzusetzen. Und so ist es auch mit den arabischen Staaten, so ist es jetzt auch mit der USA, dass der Übergang gestaltet wird. Das heißt, im Wesentlichen geht es um Kooperation beim Ausbau der erneuerbaren Energien, bei einer gemeinsamen Wasserstoffstrategie. Gemeinsame Wasserstoffstrategie wird auch sicherlich diese Konferenz stark prägen. Also wenn jetzt Wasserstoff produziert wird aus Quellen der Erneuerbaren, wie zertifiziert man ihn? Wie gibt es ein Preissystem? Wie kann man ihn anrechnen auf CO2 Einsparungen, all das muss geklärt werden. Dazu braucht es einen gemeinsamen Rahmen. Und insofern ist diese Energiepartnerschaft ein Dach, unter dem dann konkrete Verhandlungsschritte stattfinden, die dann wiederum den Unternehmen Planungssicherheit ermöglichen und auch natürlich den nächsten Schritt Richtung einer globalen Gemeinschaft für Klimaschutz gehen. Vielen Dank. Dann gehen wir nach vorne. Fragen an Steffi noch? Sonst empfangen wir die Kollegen.